Da blubbert's. Da funktioniert's. Wir haben's geschafft. Unsere Pumpen arbeiten. Olumit, Olumit, Olumit. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Foundry, dem Spiel, das einen in den Wahnsinn treiben kann, im wahrsten Sinne des Wortes. So, folgendes. Ich habe ja hier die ganzen Maschinerien aufgestellt, damit ich sie Richtung, was ist das, Süden ausweiten kann. Ich habe schon einige Maschinen hinzufügen müssen, weil es zu langsam lief, zu schleppend ging. Hier schaut es ja richtig gut aus, aber mit meinem Ignium habe ich etwas Probleme. Ich habe auch mit dem Zug gehofft, dass mit dem Bergbau, dass es da besser läuft. Ich hatte mich ja erst gefreut gehabt, dass da so viel Ignium rauskommt. So viel ist es gar nicht. Ich habe weitere Züge hinzufügen müssen. Plus hinzu kommt, dass mir das oft alles stehen bleibt. Der Grund ist, wenn die Züge auf Stein stoßen, bleibt es stehen. Da geht nichts mehr. Plus, wenn die Schienen alle sind, bleibt es stehen. Geht nichts mehr. Ich könnte jetzt versuchen, die Schienen runter zu verlegen, dass es automatisiert wird. Was mir eigentlich wenig bringt, wenn die Züge stehen bleiben, wenn sie an Stein treffen. Plus, es passen nur 20 Schienen pro Zug rein. Das wird noch was. So, aber was wir heute machen, ist folgendes. Wenn ich hier in den Forschungsbaum reingehe, wir haben nämlich was Schönes erforscht. Ob es schön wird, werden wir noch sehen. Hier, den chemischen Verarbeiter, um den nutzen zu können, müssen wir erst einmal das Olumi, wie heißt das Teil? Olumite verarbeiten? Werden wir schauen. Weil wir haben tada, tada, ein neues Gerät. Wie komme ich jetzt hier raus? Da ist es mit X. Ein neues Gerät erforscht mit dem Forschungsbaum 3. Das ist, jetzt muss ich selber mal suchen, hier genau, Flüssigkeitspumpe. Flüssigkeitspumpe. Habe ich auch schon hergestellt, sicherheitshalber, weil ich wusste nicht, wie lange das dauert, was ich da alles brauche, damit ich da nicht zu lang damit Zeit verplemper. Hier haben wir also Flüssigkeitspumpe. Die benötigt nämlich, hier ist er, Stahlträger, Rohre, fortgeschrittene Maschineteile und elektronische Komponenten. So, und damit wir das, die Flüssigkeit transportieren können, brauchen wir Rohre. Da habe ich jede Menge. Ich hoffe, dass die mir reichen. Ich habe 200 Stück jetzt erstmal gecraftet und da brauchen wir Stahlträger. Ich habe mal auf der Map geguckt. So. Olumenit haben wir hier ein Reservoir. Das ist eigentlich gar nicht so weit. Ich habe jetzt auch... Ne? Welche Richtung hier? Eine Plattform bis dahin gezogen. Bis zu der Quelle. Der Hintergrund ist nämlich mein Stromkraftwerkchen. Das liegt dahinter. Ich möchte einfach nicht 1000 Stromkraftwerke überall auf der Karte verteilt haben. Wenn irgendwo was stehen bleibt, ist es mir lieber, wenn ich nur eine Stromquelle habe. Da gehe ich gucken, da gucke ich, was nicht stimmt. Und dann ist gut. Anstelle da hin und her und vor und zurück zu laufen. Das ist ja wahnsinnig. Deswegen habe ich das hier verbunden und das müsste hoffentlich eigentlich reichen. Ich habe noch keine Ahnung, was auf mich da jetzt zukommt. Es ist hoch, ja. Aber mir ist es lieber hoch, als wenn ich hier die ganzen Wälder jetzt auch noch abrode oder mich durch Berge buddel. Dann ziehe ich es einfach hoch über die Karte. Dann habe ich hoffentlich alles einheitlich. So, jetzt muss ich aber selber auch mal gucken, wie gesagt. Habe ich noch einen Tab frei? Nee, ich nutze gerade unten die ganzen Balken. Es ist mittlerweile alles proppevoll. Das ist wahnsinnig. Zerkleinerer? Nö, wo habe ich das Ding? Habe ich das jetzt drüben gelassen? Das kann nicht sein. Hier, Flüssigkeitspumpe. 2 Stück habe ich schon mal. Keine Ahnung. Vor allem, das ist so doof. Oder hier. Das ist so doof. Ich habe da mal gesprengt. Also die Dinger kann man nicht wegsprengen, was ich ja eigentlich ganz gut finde. Aber ich kann auch nicht so richtig da aufsetzen, oder? Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also mal. Und hier geht's schon wieder nicht, gell? Wir sitzen. Das ist doof. Das ist einfach nur doof. Ich hätte halt schon gerne... Erstmal hinsetzen und gucken, wie das Ding aussieht.
Also überall Ein- und Ausgänge. Okay, Strom braucht das Ding auch, na super. Da muss ich doch ein Stromkabel ziehen noch. Oh, egal. Ich will nicht 1000 Stromquellen haben. Oder wo Strom produziert wird. So, wir setzen jetzt einmal eins hier hin. Und das andere hier hin. Und jetzt sehe ich nichts. Ganz schlau gemacht. Egal. Wir lassen das jetzt so. Nee, wir drehen das. Ich will das drehen. Ich will die Tafel auf der Seite haben. Das ist das falsche Gerät. Wo habe ich es hier? Und dann kann ich es von mir aus hinterrum laufen lassen. Das ist mir wurscht. Aber ich will was sehen, was ich hier mache. Genau. Jetzt Strom ziehen. Na dann Prost Mahlzeit. Oh. Aber den Strom kann ich doch über Berge gehen, oder? Da reichen mir die Masten auch gar nicht. Was brauche ich denn da? Elektronische Komponenten. Da habe ich jetzt halt keine mehr. Ein. Wow. Hier. Polymer. Das ist noch so viel, was wir hier machen müssen. Hier, guckt mal, ich habe einen Klempnerwerkzeug. Ich hoffe nicht, dass die Rohre verstopfen und ich jedes einzelne Rohr damit abtasten muss. Gucken. Das wird lustig. Das wird Chaos. Chaos hoch 5, ich sag's euch. So, den einen Strommast, den setze ich jetzt erstmal hier hin. Und dann nehme ich mein Kabel. Nee, was steht da jetzt? Zielobjekt ist zu weit. Oh, ich krieg die Krise. Echt jetzt. Da pullern wir uns ein bisschen durch. Und so. Nachher stört noch was. Werdet ihr sehen. Bei unserem Glück. So, machen wir das. Hätte nein, dann mache ich nur weg. Da gefällt mir nicht. Und hier sind drei auch. Ein bisschen einheitlich. Nur ein bisschen. So, dann machen wir dich hier halt weg. Dann gehen wir halt doch über Land, oder? Weil Strom hochziehen. Boah, das geht doch gar nicht. Naja, ist egal. Da müssen wir das halt mit dem Strom so machen. Jetzt ist das im Weg. Oder was? Ah, ich krieg die Krise. Weißt du was? Das setzt ja noch kurz in der Hand dahin. Und jetzt hoffe ich, dass da jetzt nichts im Weg geht. Nee. So. Strom hat's keinen, das geht ja auch gar nicht. Jetzt gehen wir Landfeld ein. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal nicht sprenge. In die Luft sprenge. Wow. Ich habe gedacht, ich krieg den Strom so. Da müssen wir jetzt durch. Wir werden die Dinger bestimmt nicht reichen, die Mäste. Ah, eins runter. So schön ist das doch gar nicht. Oh, zwei noch. Aber dann bin ich nicht so weit weg. Das ist nicht so schlimm. So, wir gehen schnell und produzieren noch ein paar und knipsen das dann direkt hier an. Und wenn ich da was ausbauen möchte, hier ist es bestimmt im Weg, wie immer. Ach so, was ich euch noch sagen wollte, meine kleinen Drohnen, die sind in Rente gegangen. Das Ding ist leer. Deswegen habe ich das jetzt noch aufgelassen, dass ich euch zeige. Das ganze Xenoferrit ist weg. Die Drohnen waren so fleißig, die waren teilweise besser als die doofen Züge. Jetzt kann ich die Dinger nämlich auch abbauen. Deswegen hatte ich die noch stehen gelassen, um euch das zu zeigen, dass ich das nicht vergesse. Und jetzt hätte ich es doch fast vergessen gehabt. So, die packe ich aber. Wenn hier noch Platz ist, nee. Alles voll. Oh Gott. Ein Platz habe ich. Erde brauche ich keine, die kann weg.
Die Stocken zumindest. Oh, bin ich froh, die stapeln sich. Die sind nicht einzeln, heilfroh. So, wir gehen mal hoch. Strommast. Apropos Strommast. Ich habe Probleme mittlerweile schon mit meinem Strom. Ich habe jetzt auch 2 Generatoren neu hinzugesetzt, aber da habe ich Probleme bei mir. Wie heißt das rote? Ignium fehlt. Wie soll es anders sein? Oh, herrlich. Ich sag ja, das Spiel, das einen in den Wahnsinn treibt. So, Strommast brauche ich. Elektronische Komponenten. Wo habe ich die? Elektronische Komponenten. So. Achso, nur ganz kurz. Weil meine Drohnen ja in Rente gegangen sind, ziehe ich praktisch jetzt das Xenophyrit vom Zug. Vom Aufzug hierher. Nicht direkt vom Aufzug, aber es wird verarbeitet. Und dann auch da unten rum. Kompliziert. Weil ich wollte das hier unten nicht alles abbauen, weil ich brauche ja ein bisschen hier für mein Lagerchen. So. Strommast. Ich zeige es euch mal ganz kurz, was ich meine. Und dann gehen wir wieder zurück zum Strommast. Ich lasse mich immer so schnell ablenken, wie ihr seht. So. Hier läuft natürlich nichts, weil kein Strom da ist jetzt. Ich krieg die Krise. Genau. Hier wird ja das Xenophyrit verarbeitet, damit es das reine Erz ist. Das kommt dann hier raus. Da sieht man es. Hier geht es weiter in diese Maschine. Ich habe es aber aufgeteilt von diesem einen Band in 2 Bänder, damit es hier weitergeht. Hier links zur weiteren Verarbeitung und das, was übrig bleibt, hier auf dieses Laufband. Und dann hier unten rein. Ich gehe jetzt mal unter die Platte. Donk, einmal runter. Genau. Und dann läuft es nämlich hier so weiter. Hier entlang. Und dann geht es hier rein. Und kommt hier wieder raus. Damit es weiterverarbeitet wird, dass ich meine Platten kriege, meine Förderbänder, meine Gebäudeblöcke und so weiter, dass ich immer ein bisschen Zugriff auf mein Lager habe. Das ging eine Zeit lang ganz schön langsam. Deswegen habe ich das gleiche mit diesen Platten gemacht. Von dort hinten aus der neuen Produktion hier einfach unterirdisch rübergezogen. So, und jetzt gehen wir zurück zu unserem Strom. Sonst vergesse ich das schon wieder. Unser Strommast. So. Ich nehme das Kabelchen. Wie weit komme ich? Da. So, da gucken wir mal, ob wir da was frei haben. So, haben wir doch. Ist das schön. Wir haben Strom. Wir haben Strom. Land fällt ein. Das, was ich eigentlich nicht wollte. Das kann ich im Nachhinein dann abändern. Da baue ich mir am besten so Treppen und dann hoch. Oder ich lasse es. Ich weiß es noch nicht. Das überlege ich mir noch. So, no power. Ja, ich habe keinen Strom. Es ist Nacht. So. Mein Stromproblem. Aber wir können in der Zwischenzeit die Pipeline legen. Hier, wir brauchen eine Rohrladestation. Und ich will das nämlich dann hochlegen. Oh. Einmal hier. Einmal hier. Jetzt die Rohre. Ich hoffe, dass ich das jetzt... Hier. Genau. Dann kann ich das nämlich auch verbinden. Dann brauche ich jetzt hier einen Tee. Ich habe doch Tee gedrückt, gell? Ja. So rum, damit auch was rauskommt. Und jetzt ganz normales. Oder vielleicht hätte ich es in die andere Richtung laufen sollen. Weil hier ist ja kein Olumit. Kein Olumit mehr. Genau, machen wir in die andere Richtung. So, genau. So, und jetzt brauche ich wieder ein T-Stück. So, und jetzt brauche ich normale. Zack. Na? Steckst du? Noch eins und dann gehen wir hoch.
Und dann hoffe ich, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Hä? Warte mal kurz. Rotate Y-Achse R und mit T mache ich es nach oben. Okay. Und jetzt brauche ich noch mal gerade. Ganz hoch wollte ich das legen, nämlich. Weil ich... Und das ist bestimmt jetzt zu viel, aber das ist nicht schlimm. Weil ich möchte das auf eine separate Plattform haben. Die ich schon ein bisschen angefangen habe. Aber wirklich nur ein ganz bisschen. Das ist die obere hier. Ich muss jetzt leider zurücklaufen, dass ich da oben hinkomme. So. Einmal hoch, hoch, hoch. Und jetzt noch eine Etage höher. Falsche Richtung. Die Leiter. Sodele. Es wäre schön, wenn man sich hin und her beamen könnte, irgendwie, damit es schneller geht. Oder wie bei Satisfactory, so ein Schlauch da, der dich einsaugt und durchschießt. Das wäre cool. Hier, ich möchte hier so eine ganz große Plattform haben, wie hier unter. Weil hier wird es doch langsam voll. Obwohl noch, ja, es sieht noch leer aus, aber es wird voll. Und hier unter habe ich Chaos gebaut. Das werde ich irgendwann mal korrigieren müssen. Es ist zu eng. Ja, das gefällt mir da gar nicht. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier um dieses Olumit. Tap, 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 tap. Schon eine ganz schöne Strecke hier. So. Wie weit sind wir mit dem Rohr? Okay. Wo bin ich jetzt ungefähr? Jetzt ein T, gell? Ein L. Ich muss erst mal gucken hier. Mit T war das. Nee. Doch. Noch eins drehen. Das ist zu wenig vielleicht, oder? Das sieht so niedrig aus. Ich setze mir mal ein paar Plattformen hin, dass ich das sehe. Siehst du? Ist zu niedrig. Es ist zu niedrig. Gleich wegmache. Noch eins hoch. Wo habe ich sie hier? Eine gerade. So, aber jetzt. L. Habe ich es richtig rum, ja? Jetzt eine gerade. Andersrum mit T, bitte. So. Wir machen noch eins, dass ich auch laufen kann. Ich sehe es nicht. Oh, ist das mit dem Stacken doof. Mit dem Snappen, meinte ich. Oh. Ist ja nicht schlimm, da bauen wir ja so oder so hin, aber es nervt halt doch teilweise manchmal. So, jetzt brauchen wir wieder gerade. Jetzt ziehen wir alles nämlich vor. Damit ich sehe, was da passiert. Damit ich da nicht immer nach hinten laufen muss. Ich wollte ursprünglich erst da direkt an der Quelle die ganzen Maschinen hinbauen. Aber das mache ich nicht. Und wer weiß, was ich da alles brauche für andere Sachen. Das ist mir alles zu... Boah. Das hat nicht 100% funktioniert. Wie viel habe ich denn noch? 61. Das wird knapp. Oder? Ja. Ich muss immer noch ein paar bauen. Was brauche ich da? Stahlträger. Zwei habe ich noch. Die machen noch hin. So. Jetzt holen wir uns noch ein paar Stahlträger. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Unser kleines Lager, das werde ich aber ein bisschen erweitern müssen, weil mir fehlen da noch die erweiterten Maschinenteile. Plus aus den roten Fließbändern, die brauche ich ja nicht mehr, muss ich dann doch hier eine Maschine hinsetzen, dass ich die Zweier bekomme und später dann die Dreier. Na, was habe ich jetzt gesagt? Stahlträger.
Und noch was? Nö. Und das müssten doch jetzt eigentlich reichen, oder? Ich packe sich jetzt halt ein paar Stahlträger. Und es wird schön aufgefüllt. Ach herrlich, so soll das sein. Wenn man was braucht, wie im Einkaufslader rein, aussuchen, raus. Muss man aber nicht bezahlen hier. Bezahlt man nur mit Schweiß. Mit ganz viel Schweiß und Kopfzerbrechen. So, Dele, weiter geht's. Ah, nicht runterfallen. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich gehe. Hier habe ich noch keine Plattform. Wo fange ich mit der Plattform an? Ich fange da vorne an zu bauen. Mit den Maschinen, nicht hier am Ende. Und hoffe, dass ich keinen Fehler mache. Sonst knipse ich ein paar Maschinen dazwischen. Das ist wurscht. Ah. So, da vorne will ich das sehen haben. Gucken, wie das funktioniert, was ich da zu tun habe. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, was habe ich denn da noch? Erstmal kurz sortieren. Das ist der Verbrennungsgenerator. Von dem will ich weg. Da frisst mir so viel Ignium. Das mag ich nicht. Irgendwann werde ich alles vollballern mit Solarpanels und Batterien. Aber ich möchte da die großen haben, die nächste Stufe. So, thermisch. Das brauchen wir jetzt nicht. Da habe ich noch drei, okay. Zerkleinerer. Nee. Habe ich da noch gar nichts weiter gebaut? Nö. Bergbauzug. Warum habe ich den immer noch hier drin? Guck mal hier auf diese Seite. Zerkleinerer. Flüssigkeitspumpe, das haben wir ja schon. Chemische Verarbeiter, wir bauen mal ein. Habe ich da nicht irgendwie ein Flüssigkeitslager? Doch, hier, Tank. Wir bauen mal einen Tank dazwischen. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Habe ich das jetzt gebaut? Hier. Habe ich irgendwo noch was frei? Boah, das ist ja Wahnsinn. Da ist der Tank. Den ziehe ich mal hier runter. Dann müssen wir uns den mal angucken. Ich drehe den so rum. So. Ich kenne mich. Ich fliege da rein. Und dann darf ich den ganzen Weg wieder hochlaufen. Kostet Zeit. Und Zeit ist Geld. Und hier sind es Materialien, die Geld kosten. Ist das so richtig jetzt? Was steht da? Output, kein Filter gesetzt. Nee, das ist Input. Input, okay. Das Rädle drehen. Da kann nur nichts kommen, weil ich dort hinten bestimmt kein Output habe. Jetzt habe ich wieder hinterher laufen. Ah, nicht so. Jetzt bin ich unter, jetzt ist egal. Da habe ich ja noch eins. Noch ein schönes Laufstegchen. Das habe ich mir leider hinzumachen müssen. Was ist leider? Ich bin gerade ehrlich froh. Dann hört das Gezappele unten auf der Erde auf. Weil ich bin da nicht hochgekommen, dass ich die Blöcke runterziehen kann. So. Jetzt müssen wir hier outputten. Outputten. Ich setze hier mal. Ne, ich habe es doch auf der anderen Seite extra gemacht, dass ich sehe. Da muss ich nichts hinsetzen. Doch, muss ich. Aber auch auswählen. Nee, hier muss ich gar nichts auswählen. 500 Liter. Da muss ich doch hier ganz kurz das hinsetzen, dass ich was sehe. Ich bin zu klein. So. Ach du je. Luft. Nö. Hochofenschlacke. Abgas aus dem Hochofen. Hochverdichtetes Aluminium. Ach du meine Güte, heiße Luft, flüssiges, ich brauche glaube ich Polymer. Ich guck gleich mal geschmolzenes Technum. Aber ich weiß halt nicht, wie weit es reicht. Olomid, Olomidsäure, geschmolzenes Xenoferrit. Oh, ich krieg die Krise, wisst ihr das? Ganz kurz mal hier spicke, weil ich ein Problem habe. Was war das für ein Problem? Hier, genau. Für die Förderbänder 3, da brauche ich nämlich Leiterplatten. Das war mein Grund. Und um die Leiterplatten herzustellen, brauche ich Polymerplatten. Und Polymerplatten mit flüssiges
flüssiges Polymer, das Gelbe also. Hä? Nee, das Lilane. Nee, das Blaue. Ich muss erst das Blaue herstellen, dass ich das Lilane bekomme, sehe ich das richtig? Dass ich das Gelbe dann bekomme und aus dem Gelben dann hier die Platten. Wollt ihr mich vergackern? Ach du heiliges Kanonenrohr. Was steht da? Keine Energie. Wieso hat der jetzt keine Energie? Weil ich keinen Strom habe. Ich habe bestimmt wieder keinen Strom. Warum muss ich da aufdrehen? Nee. Wieso hat der keine Energie? Keine Energie. Wie kriegt der Energie? Ich hab's angeschlossen, aber ich habe bestimmt keinen Strom. Also ausgewählt habe ich. Output müsste beides sein. Jetzt gehen wir mal gucken. Ich krieg die Krise. Ich müsste doch Energie haben. Qualmt da was? Wenn nichts qualmt, habe ich keinen Strom. Stromausfall, dahinter qualmen die Generatoren, aber die qualmen, glaube ich, immer, oder? Ich weiß es nicht. Warum habe ich keine... Ich habe keine Energie, bestimmt, weil ein Transformator fehlt. Das kann natürlich sein. Aber ich wollte dem doch ausweichen, deswegen habe ich doch die Platten gemacht. Habe ich noch einen Transformator hier? Transformatore, wo bist du? Ich habe keinen mehr. Ich einen Hersteller, was fehlt mir? Stäbe. Das liegt bestimmt da dran. Dürfte aber eigentlich gar nicht. Ich habe die Platten gezogen. Da steht's. Och Mann. Stäbe. Ich wollte Stäbe. Boah, nicht ins Loch rein. Strom läuft. Also daran kann es nicht liegen. Ich brauche mir schnell einen Transformator. Klein paar Fünfe. Sonst renne ich wieder. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ich habe es doch verbunden mit den Platten. Unten im Bergbau habe ich die Platten ja nicht ziehen können. Dann gleich sehen. Dab, 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 dab. Und so läuft man auch schneller statt. Hoch, runter, hoch, runter. So, ich bin froh, dass ich kein Volldamage habe. Ich wäre schon x-tausendmal gestorben. So, Transformator. Da bist du. Jetzt gucken wir mal, ob es daran liegt. So. Netzwerk. Ladestation, 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 Bergbau, Flüssigkeitspumpe. Hier, Flüssigkeitspumpe, 0 kW. Muss ich da noch was auswählen? Nee. Strom hat es doch. Ach, bin ich doof. Genau, ich muss die Platten. Hätte ich gar nicht gebraucht. Bleib mal weg. Weil die Dinger brauchen ja auch Strom und das kann ich ja mit der Platte machen. Das fehlt mir da unten oder was? Da unten habe ich es, okay. Und jetzt ziehe ich es nämlich hier rüber. So, jetzt ganz kurz ein bisschen Platz machen. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Eigentlich. Ich habe das schon so oft gedacht, dass es funktioniert. Output Olumid. Genau, das wollen wir doch. Da blubbert's. Da funktioniert's. Wir haben es geschafft. Unsere Pumpen arbeiten. Olumid, Olumid, Olumid. Jetzt gehen wir ganz schnell zurück. Ich brauche hier einen Aufzug. Dass ich hochkomme. Dass dieses Gezuppel aufhört. Ich mag das nicht. Dup, 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 dup. So, ganz schnell zurück. Vielleicht kann ich ja dadurch irgendwann mal auch weg vom Bergbau.
Aber ich weiß halt nicht, wie viel ich da ziehen kann. Das ist mein Problem. Oder ob ich das unterstützen? Das werden wir dann noch alles sehen. Den Bergbau muss ich unbedingt mal laufen, noch weiterlaufen lassen. Ich kann das im Moment noch nicht. Da halt eins hoch. Das reicht mir vorne und hinten noch nicht. Aber die Drohnen, die habe ich in Rente geschickt. Die vom Technom, die sind noch am Schaffe. Die haben noch einiges abzubauen. Die dürfen noch nicht. Die müssen noch. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt schauen wir uns das mal an. Leute, hoch. So. Jetzt hier voll. Null. Warum? Input, kein Filter. Ich muss da auch einen Filter setzen. Und jetzt? Jetzt wird's voll. Jetzt wird das voll. Ach, ist das schön. Was haben wir jetzt noch für eine Maschine? Drei Moment, wir haben doch noch irgendwas erforscht und nicht dächte gebaut. Zerkleinerer? Nee. Hier, dieses chemische Verarbeitungsteil, was auch immer das ist. Ich setze das da mal hin. Ich möchte das mal anschauen. Boah, ist das riesig. Oh, bin ich froh, dass ich das hier oben jetzt hingesetzt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier 2, 4, 5 Ein- und Ausgänge. Ich mache mal ein bisschen Platz. Also hier mache ich dann die ganzen Lager für dieses ganze Flüssigteil. Und das lasse ich dann hier in diese Richtung laufen. Richtung Osten. Und dann habe ich da eins frei. Ja. Ich setze... Ups, trotzdem mal hierher. Ja. Da werde ich Schimpfe kriegen. Da fehlt was. Fehlen ein paar Blöcke. Wo habe ich das jetzt hier? Noch eins. So. Oh, ich bin wieder müde. So. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Wie war das? Wie war das? Wir brauchen halt hier diese Leiterplatte. Und um diese zu machen, brauchen wir Polymerplatte. Polymerplatte brauchen wir das Gelbe. Und um das Gelbe zu machen, brauchen wir das Lilane. Dann fängt man hier mit Lila an. Und das nächste Mal machen wir weiter. Da gucken wir, dass wir diese komischen Leiterplatten her. Ne, Polymerplatten. Doch. Polymerplatten, dass wir dann die Leiterplatten produzieren können. Ach du heiliges Kanonenrohr. So, ich wünsche euch noch was. Viel Spaß und ich hoffe, ihr schaut es nicht schlimmer, aber nochmal rein. Bis dann. Eure Hysteria. Tschüss.